Was auch immer zum Teufel das ist. Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Jo, wir sind hier noch immer in der Safari Adventure. Und ja, wir machen heute einfach frisch fröhlich weiter. Jetzt ist die Frage, ob wir zuerst hier reingehen tun oder darauf gehen tun. Ich würde mir meinen darauf gehen tun. Das schaut schon wieder so aus, als wäre hier irgendwas Tolles versteckt. Also benutzen wir doch mal das Terminal. Sicherheitstürsteuerung. Warte mal. Kann man sie auch so aufsperren? Na, leider nicht. Ich dachte, es würde doch so gehen. Dann hätten wir ein paar Skillpünktchen noch bekommen. Aber nein. Dann machen wir sie eben so auf. Türen werden geöffnet und ja, müsste passen. Tschak, tschak, tschak. Gut, uns hüpft mal. Ich wollte gerade sagen, uns hüpft jetzt mal nichts an, aber ich glaube, ich habe mich schon wieder getäuscht. Da will schon uns wieder jemand an die Gurgel. Da noch alles. Leeres Blutpaket. Mhm. Na, großartig. In einem Kühlschrank, nehme ich, haben sie das aufbewahrt. Sehr professionell. Da kann man ja echt nichts anderes hinzufügen. Ja. So, dann öffnen wir halt hier mal. Hallo. Okay. Ich hatte jetzt damit gerechnet, dass uns irgendwas anspringt, aber ist nicht der Fall. Noch nicht. Gage, machst du das? Ich glaube nicht. Aha, da geht's runter, alles Klärchen. Ja, man hört schon Schnauben, ne? Knurren und fauchen. Ist das normal, dass hier unten so viel Wasser ist? Hallo! Wo du sein? Hm. Ist ungut. Ich höre es schnauben und irgendwie, aber ich höre es atmen. Ah, da oben ist er. Ich glaube, es sind zwei. Hallo! Ja, es sind zwei. Albino! Albino? Echt? Sowas haben die auch gezüchtet? Au! Au! Zuerst den Kleinen, dann den... Ups! Na, ich treffe es. Zuerst den Kleinen. Dann den Großen. Er mit seinem Schwertchen. Ich hab's ihm gelassen. Ich war schon mal inzwischen ausleeren. Nehmen. Dem gehört, richtig? Ja. Ich war inzwischen nämlich schon mal ausleeren und habe mir gedacht, er kriegt alles. Das steht ihm so gut, das Schwert. Ich weiß, es hört sich falsch an, aber es steht ihm wirklich gut. Ich höre deinen Fusionskern. Komm zu Mama. Yeah. Wieder ein weiterer Fusionskern für unsere Powerrüstung. Da soll ich vielleicht auch mal nachschauen, ob wir noch genügend auf Vorrat haben, dass wir weiter mit unserem schönen, mit unserer schönen Powerrüstung hier durch die Lande streifen können. Oder ob ich da schon mal inzwischen anders planen muss, zwecks unserer eigenen Rüstung, die wir am Leibe tragen. Aber ich fürchte, so einen guten Schutz, wie die uns bietet, werde ich gar nicht so hinbekommen. Aber ich werde es mir wahrscheinlich anschauen müssen, auf kurz oder lang. Kurz oder lang. Eher kurz, wie lang? Ja, wer weiß, wofür wir unsere Powerrüstung noch brauchen werden. Ein Albino. Eine Albino-Gato-Klaue. Es gibt echt Sachen, unfassbar. Ja, ja, die Wissenschaft macht es schon möglich. Wahrscheinlich war es sein Lieblings... Projekt. So. Würdest du... Danke. Und hier drin eine Zahnbürste. In so einer riesigen Box legt man eine Zahnbürste rein. Naja, wenigstens wurde
ja, auf Hygiene geachtet und auf Pflege der Zähnchen und so weiter. Ja. Auf ein sauberes Gefries. Und was? Aha. Eine Lötlampe. Ja, wow, das sind viele, viele Gläschen, also Fläschchen, Dingens hier. Okay, und da? Da ist nichts drin. Da ist derweil auch nichts. Dann machen wir hier. Nuka Genreplikationsmaschinen Terminal. Entsperren. Ich habe vergessen, ich habe noch was zum Lesen gehabt, ne? Und beim Terminal. Oh, oh, da muss ich nochmal rauf. Müssen wir noch fertig lesen. Das habe ich voll vergessen. Passwort erforderlich. Müsste hinhauen. Systemstatus aktiv. Ausgeführtes Programm. MacTermot 987 GC114 Gator-Klaue. Aha. Aktueller Replikationsvorgang deaktivieren. Ja, bitte. Abgeschalten. Sehr gut. Beseitige die restlichen Gator-Klauen. Wunderbar. Vorgang Dr. Mac bla bla. Gator-Klaue abgebrochen. Bitte neuen Befehl eingeben. Hupfing Gatsch. Programmverlauf. Man kann das fortsetzen, kann man dann unendlich wirklich, also wirklich produzieren und so sich quasi immer 50 Erfahrungspünktchen hier sammeln? Keine Ahnung. Wo fangen wir an? Von oben nach unten, unten nach oben. Ich probiere es mal von oben nach unten. Doktor, also nix Doktor. MacTermot 987 GC114, das war der letzte dann, ne? Dann würde ich sagen, fangen wir vielleicht doch von unten an. Das wäre also wieder MacTermot 987GC099. Der Codename gibt es kein. Subjekt hat Inkubationszeit überlebt. Zeigte aber extreme hohe Ionisationsstrahlung. Die Kontaminierung macht das Subjekt zu gefährlich. Für Befehlserkennungsmuster. Probe zur Verbrennung weitergeleitet. Nächsten Versuch mit angepasster Formelzusammensetzung von Probe Q334 und besserer Abschirmung für Segmentierungskammer. Aha. Dann das nächste. Also wieder dasselbe, nur hinten, also statt den vielen Zahlen 109 statt 099. Wieder kein Codename. Subjekt hat Inkubationszeit nicht überlebt. Zellularer Zusammenbruch innerhalb einer Stunde nach Sequenzierung. Probe zur Verbrennung weitergeleitet. Nächster Versuch mit angepasster Formelzusammensetzung von Probe Q334. Und eben der letzte Eintrag. Dieselbe Zahlen- und Nummerkombination mit 114 statt mit 109. Codename Gator-Klaue. Subjekt hat Inkubationszeit überlebt. Check. Yeah. Scheint aber in hoch instabilem und aggressivem Stadium. Infusion von Befehlserkennungsmustern scheint möglich. Empfehle Neutralisierung des Subjekts und neue Sequenzierung nach Beobachtungsphase in Isolation. Probe Q334 weiterhin instabil und unberechenbar. Ja, schön. Das sind immer so schöne Nachrichten, die man da kriegt. Das heißt, wir haben noch ein paar Gator-Klauen. Da sind sie schon. Hallo. Au. Ich gehe da mal kurz wieder da rein. Au. Ah, Gage. Hallo. Na, fehlt dir jetzt ein Äuglein? Tut mir ja leid. War ja keine böse Absicht. Ich dachte mit einem... Au! Sag mal, bist du besoffen? Wie? Was willst du von mir? Da, Frisslei. Da, bäm, bäm. Ins Gesicht und in den Arsch und ins Bein und überall hin. Mit dir. Wie viele gibt's noch? Ja, 6 Stück noch. Bist du gestorben? Ja, das Viech ist gestorben. Jetzt kannst du es mal schön in der Nähe, aus der Nähe anschauen. Ist das nicht ein hübsches, hübsches Exemplar, ne? Noch ein schönes rosa Tütü, dann könnte es schon prima Ballerina sein, ha?
Oder wie wär's mit einer Cheerleaderin? Oder wie wär's mit keine Ahnung, mit Jeans und einem ganz normalen T-Shirt? Für den coolen, lässigen Typ. Ja. Hübsch. Ich will noch mal ganz kurz... Warte, wo waren wir da? Warte. Orientierungslosigkeit. Da mussten wir, glaube ich, hier hin und darauf. Ich will noch schnell fertig lesen, da oben. Ich, Depp, habe letztes Mal angefangen zu lesen und habe nicht fertig gemacht. Böse Zocki. Böse Zocki. Oder da war's. Ich glaube, der war's. Ja, da steckt gleich mal sein Schwert wieder ein. Das hört sich immer so falsch an. Richtig, da haben wir nicht fertig gelesen, ne? Wir haben mit dem hier angefangen. Mit dem, also vom zweiten XX999 Tatumsbereich überschritten. Wir waren mit dem nächsten. Ich glaube, wir haben nur eins gelesen, ne? Mir kommt schon vor. Ich fange beim zweiten weiter an. Also Tagebucheintrag 09XX999, Datumsbereich überschritten. Ja. Wie lange ist es her, seit die Bomben fielen und mich in diesen verfallenen Schatten meiner selbst verwandelte? Ich kann mich nicht einmal daran erinnern, wie viel Zeit vergangen ist. Hättest vielleicht so ein paar Striche an der Wand machen sollen, hättest mitzählen können. Naja, mittlerweile führe ich schon Selbstgespräche. Ach, deshalb? Und ich dachte immer, das wäre meine Stimme, die wir da hören. Naja, ich glaube, diese Einsamkeit fordert ihren Tribut. Ich habe schon so lange keinen freundlich gesinnten Menschen mehr gesehen, dass ich mich kaum noch daran erinnern kann, wie es überhaupt ist. Die Konzentration auf die Arbeit fällt mir immer schwerer. Vielleicht wäre es besser, dem jetzt ein Ende zu setzen. Aber dann frage ich mich, wer dieses Labor vor denjenigen beschützen sollte, die seine Geschenke missbrauchen würden. Mir bleibt wohl keine Wahl. Ja, Zähne zusammenbeißen und weitermachen. Der nächste Eintrag vom 17.XX999. Datumsbereich wieder überschritten. Jo. Einer der beiden Notreaktoren des Labors ist heute ausgefallen. Der hatte keinen Bock mehr, brauchte Urlaub und hat mir den Dienst verweigert. Naja, jedenfalls, jetzt bleibt mir nur noch ein einziger Reaktor für die Energieversorgung der gesamten Anlage. Sollte dieser auch noch ausfallen, muss ich in Erwägung ziehen, den Nuka-Gen-Replikator zu zerstören und das Labor aufzugeben. Obwohl ich das schon vor langer Zeit hätte tun können, ist mir bewusst, dass diese Maschine vielleicht die weltweit letzte ihrer Art ist. Sie könnte daher die einzige Hoffnung der Menschheit sein, wieder Tiere anzusiedeln und ein normales Ökosystem zu erschaffen, sobald die Bedingungen an die Oberfläche dies zulassen. Ja, das wird, glaube ich, in den nächsten 200.000 Jahren nichts mehr werden. Keine Ahnung. Ob sich das wieder alles erholen wird irgendwann, ich weiß es nicht. Tagebucheintrag 21.XX999. Datumsbereich überschritten. Auf der Suche nach Nahrung und Vorräten bin ich heute auf die Überreste eines erstaunlichen biologischen Exemplares gestoßen. Es hatte ein humanoides Aussehen, war aber wesentlich größer. Die Haut war von grünlicher Farbe und die körperlichen Merkmale waren grob menschlich. Ein Supermutant. Es schien Kleidung zu tragen und war kurz zuvor anscheinend durch Schussverletzungen gestorben. Nachdem ich es ins Labor gezogen hatte, du bist ja ganz schlau, begann ich mit einer umfangreichen Untersuchung und kam zu einer Schlussfolgerung, dass es sich hierbei um einen genetisch mutierten, also um eine genetische Mutation eines Menschen handelte. Ich hoffe nur, dass ich den Auslöser für diese bemerkenswerte Mutation extrahieren und für meine eigenen Experimente nutzen kann. Du bist echt ein Genie. Ich trage es als Probe Q334 ein. Ah, das war das. Okay. Hey, ja. Großartig. Tagebucheintrag. Der 31.XX999. Datumsbereich überschritten. Nach wie vor.
Ich setze meine Versuche zur Erschaffung der Gator-Klaue fort. Die richtigen Proben des Dreihorn-Chamäleons und Mississippi-Alligators sind schon dabei. Probe Q334 konnte ich bisher jedoch nicht stabil halten. Wenn ich eine Wachkreatur für das Safari-Adventure erschaffen möchte, eine Wachkreatur, du bist ja auch so wach im Kopf, ne? Muss sie imstande sein, meine Befehle zu hören und zu verstehen. Ich hatte gehofft, dass die Gehirnzellen aus Q334 das ermöglichen würden, aber bislang gab es nichts außer Fehlschlägen. Ich zögere noch, den Schalter umzulegen und zu sehen, was passiert. Was, wenn ich es nicht kontrollieren kann? Was, wenn dadurch noch mehr Aufmerksamkeit auf den Bug gelenkt wird? Ach nö, ist dir super gelungen alles. Ich glaube, ich werde die Sequenz zur Sicherheit noch einige Male überprüfen. Ja, du hast das toll hinbekommen. Die gesamte Menschheit ist dir dankbar für diese Viecher. Ich sowieso, weil die geben pro Viech 50 Erfahrungspunkte. Ja, also danke. Habe ich schon mal Danke gesagt? Ich wollte essen. So. Nochmal, ich habe jetzt nur kleine Häppchen mal ausgerüstet. Die sind so schwer, wirklich. Die will ich jetzt mal bei passender Gelegenheit einfach mal wegfuttern. So, das passt schon mal. Huch, tada. Und da dachte ich mir, ja, das machen wir jetzt einfach so nebenbei. Ein paar Steampacks habe ich eh noch. Zusätzlich. Ui, ein paar Trönchens. Super. Supi, supi, supi. Supi, supi, supi. Und ein paar Fläschchens. Noch mehr Patrönchens. Mei, ist das schön. Mei, ist das schön. So, Nuka-Cola Lunchbox nehmen wir auch gerne mit. Ein Tafelmesserchen. Nuka-Cola Quantum. Also die Farbe ist echt der Hammer. Also allein schon bei der Farbe würde ich mich nicht mehr trauen, das zu trinken. Ehrlich nicht. Türensteuerung. Fernsteuerung wahrscheinlich so. Tür aufschließen, bitte. Ja. Entriegle Tür. Ja. Das müsste schon passen. Gleich mal die Buffen wieder gerichtet. Das soll stimmen. Ist wieder so ein Kackrohr. Ja, ja, das stimmt schon. Nein, warte. Nehmen wir den da. Nuka World? Wir sind wieder draußen? Echt? Das stimmt? Und die Gator klauen? Können wir verschwinden, bevor ich kotzen muss? Warum, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Sind die restlichen Viecher dann hier draußen? Aha. Echt? Die sind noch hier draußen? Das müssen jetzt insgesamt noch 6 Stück sein. Kann das denn die Möglichkeit sein? Na, oder? Das glaube ich jetzt nicht. Muss so sein. Wir haben scheinbar drinnen tatsächlich alle geklatscht. War das gerade eine Gator-Klaue? Ich hoffe doch sehr. Boah, ey. Und das für die Dreckspfützen hier. Raus da. Ja, ja. Du mich auch. Reptilienhaus. Aha. Aha. Warte, da oben will ich auch rauf. Ich würde so gern da oben wohnen, ey. Keine Ahnung. Ich glaube, da gibt es sogar eine Möglichkeit. Mit Lift. Oh, ich muss dann darüber schauen. Da hier drinnen. Okay, das sind die restlichen. Alles klärchen. Na gut. Schaut zumindest, Licht brauche ich auch, schaut zumindest danach aus. Aha, eingesperrt. Das wirst du noch bereuen. Ja, eingesperrt ist er. Nein, nichts eingesperrt. Von wegen, haha, welche Tür? Bist du denn das?
ist aber eine junge Gator-Klaue, oder? Bin ich zu klein? Oder bin ich einfach nur höher oben? Nö. Achso, scheinbar sehr frustrierend. Ja, schön. Nehmen wir alles gerne mit. Schau, die Arme. Nicht mal mehr was zu, nicht einmal mehr was, sondern nichts hat sie da. Arme Gator-Klaue. Dafür hat sie ihren, wie nennt man die Leute? Käfigwärter, keine Ahnung. Die hier halt sauber machen, dafür hat die gefressen. Ja, einfach so. Ja. Wie schön. Wie schön doch Wissenschaft sein kann. Aha, da geht's runter. Wenn wir zuerst darüber klubschen, ob hier noch was ist. Klubsch, klubsch. Na, gar nichts. Okay. 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 Dann eben nichts da. Ja, yeah, im Mülleimer kann ich mich jetzt immer verlassen, ist immer was drin. Moment, sind das Ratten? Da, Stick. Tatsächlich! Und ich dachte schon, es kann nicht sein, dass es keine mutierten Ratten gibt. Natürlich gibt es mutierte Ratten. Selbstverständlich gibt es mutierte Ratten. Ich war ja schon fast ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ich wollte nur essen. Essen, essen. Essen, ham, ham. Ja, hier dann. Ja. Reptilien, also Safari Adventure Reptilienhaus. Nur für Besucherführer des Reptilienhauses. Datumfehler natürlich. Datenbereich überschritten. Uhrzeitfehler, Datenbereich überschritten. Notfallmaßnahmen. Ich denke, ja, wir fangen von oben an. Ich hoffe, dass es passt. Falls ein Besucher von einem unserer Exemplare gebissen oder gestochen wurde, sollten Sie nicht in Panik geraten, sondern stattdessen folgende Maßnahmen durchführen. Erstens, überprüfen Sie, ob der Besucher eine gültige Eintrittskarte mit dem auf der Rückseite abgedruckten Haftungsverzicht besitzt. Zweitens, besitzt dieser Besucher eine gültige Eintrittskarte, muss er umgehend einen Safari Adventure Vorfallsbericht ausfüllen. Die Formulare dafür sind in der Hauptverwaltung in Nuka Town, USA erhältlich. Aha. In der Besuchergelähmten. Was ist der Besucher gelähmt oder anderweitig nicht in der Lage, sich selbstständig zu bewegen, teilen Sie ihm mit, dass er zum Preis von $400 eine Nuka World Notfallbare mieten kann. Das war nicht dein Ernst jetzt, oder? Die spinnen ja komplett. Drittens, nach dem Ausfüllen des Safari Adventure Vorfallsberichts erfolgen die erste Hilfemaßnahmen. Die Kosten für Material und Arbeitszeit des Sanitäters werden dem Besucher in Rechnung gestellt. Die haben echt einen Dachschaden. Viertens, sollte der Besucher keine gültige Eintrittskarte besitzen, rufen Sie bitte schnellstmöglichst die Sicherheit. Ja, wahrscheinlich zum Entsorgen oder was? Natürlich. Hinweis zu Reptilien 0787. Aufgrund einiger Vorfälle in jüngster Zeit wurden die Exemplare Todesotter, Schwarze Mamba und Inland-Taipan aus dem Reptilienstreichelzoo, ernsthaft? Na gut, entfernt. Wir raten den Mitarbeitern vor der Verlegung von Exemplaren zukünftig die Warnhinweise an den Gehegen zu beachten. Aha. Ja. Moment, in einem Streichelzoo Warnhinweise. Ist eigentlich die schwarze Mamba nicht giftig und somit tödlich, zum Beispiel? Und die kann man streicheln. Ja. Gut. Machen wir weiter. Hinweis zu Reptilien 0792. Liebe Besucherführer, erzählen Sie den Leuten bitte nicht, dass man aus Schlangeneiern
echte leckere Omelettes machen kann. Das ist einfach absolut falsch. Hinweis zu Reptilien 0881. Entschuldigung, da fällt mir langsam nichts mehr ein zum Sagen, ehrlich. Aufgrund von Sicherheitsproblemen mit der Gruppe, die sich selbst AFAD nennt, sollten Sie Besuchern nicht erlauben, aus dem Gehege genommene Reptilien zum Streicheln zu halten. Dies muss jederzeit von den Besucherführern übernommen werden. Wir haben bereits 3 äußerst teure Reptilien an diese fehlgeleiteten Tierrechtsaktivisten verloren und dürfen keine weiteren Diebstähle zulassen. Ja. Das war's. Da war jetzt nur ein so ein Viech drin und 2 Raunzen. Mehr nicht? Staubwedel. Ja, gratuliere. Ja, ist halt so. Keine geheime Tür, nix irgendwie. Nein. Wir dürfen weitergehen. Das Ganze ist echt ein bisschen arg. Arg. Arg ist es. Ja. Ja. Oh, das soll eine Kobra sein. Aha. Mit einer Nuka-Cola-Flasche. Ja. Schön. Wo sollen wir... Wo müssten wir als nächstes hin? Dann wäre gut mal nachgluschen. Auf der Karte. Hinter uns. Da drüben irgendwie, da draußen oder was? Oder einfach nur auf der anderen Seite hier? Da ist wieder ein Mistekübel. Ach nein, hier war das mit die Bärlis, ne? Ja, ja. Dann haben wir das hier ja schon eigentlich. Dann können die nur mehr da draußen sein. Weil hier? Nö. Hier haben wir die schon besiegt. Naja, da sind wir aus dem Bärengehege raus. Also denke ich mal... Alle, hopp. Ui, müsste es da draußen dann sein. Aber kommen wir da nicht wieder zur wütenden Anaconda hin? Haben wir da dann nicht schon... Da draußen rennt ein Brahmin rum. Bin ich da wirklich richtig? Ich glaube fast nicht, oder? Da drüben? Echt? Aber es soll noch im Park sein, nicht ganz da draußen. Okay. Nee. Dann halt wieder zurück in den Park. Und im Park halt herumgeschaut. Okay. Aha, wir kriegen schlechtes Wetter. Aber ich will da echt mal... Warte mal, bevor wir das machen... Ich wollte ja zum Baumhaus, ne? Passen wir mit der Strahlung auf, ja? Na toll. Warte, ich gehe mal rauf zum Baumhaus, wenn ich das hinkriege. Mal eine Runde pennen vielleicht. Ah! Da haben wir es ja schon, ein Viech. Quarkis Baumhaus. Aha. Ja, das war's mit dir, du Mistviech. So, wie... Ah, da hinten ist noch einer. Passt, dann haben wir die Kerle ja schon gefunden. Ah, da kommt der schon. Ja, komm. Ja, komm. Kackklaue. Warte, wie? Aua. Au. Aha, nachladen.
hin jetzt? Warte, wo kommt das? Wo kommt das? Das Brand? Dieses Dings? Was? Was ist mit euch Viechern los? Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass die ersten 10 Besucher. Was haben die denn jetzt getan? Bitte schön. Flushberry geschenkt bekommen. Ja, geht's jetzt. Ja, da drehe ich auch durch, lieber Elefant. Da hast du schon recht. Ah, da hinten ist auch noch so ein Mistviech. Haben wir. Okay, er hat uns gesehen. Komm nur, du Drecksviech. Ja. Haben Sie Ihre versteckte Coffeebrille versucht? Keine Sorge. Nein. Die Brillen sind an allen Zwischenständen im Park erhältlich. Da waren es nur noch zwei Stück. Da drin ist gar nichts, okay. Hallo. Nix Schnaubendes, nichts Knurrendes. War hier mal ein Theater? Ah, wahrscheinlich so ein... Ich kann mir vorstellen, so ein Spiel, wo man was gewinnen konnte. Sofern die Veranstalter hier wirklich... ja, gewollt haben, dass man auch was gewinnt. Haben wir auch schon ein paar Einträge mal gelesen, dass das scheinbar nicht immer so selbstverständlich war. Aufgepasst! Die Erde wird angegriffen und ihr könntet unsere letzte Hoffnung sein. Schiffe ja. Stehen jetzt in der Luca Galaxy bereit. Ja. Ah, schau mal, da geht's rauf. Ah ja, da ist sie auch schon. Die nächste. Komm da. Ist die eine zweite vielleicht auch in der Nähe? Na. Bam. Au. Was? Ich habe keine Munition mehr. Schön. Alles weggeballert. Sehr fisch. Dann nehmen wir uns eine neue Waffe. Welche denn? Eine Plasmagranate. Genau, die hauen wir da hin. Na, was nehmen wir denn? Was wäre denn gut im Schaden? Ich würde sagen, nehmen wir halt die hier. Oh, warte. War das jetzt richtig? Ich glaube schon. Ja, dauert ein bisschen. Alter! Ja, ja. Haben wir es jetzt bald mal? Treffe ich was? Nein, ich treffe gar nichts, glaube ich. Muss so gehen. Jetzt haben wir. Null, die macht keinen Damage. Jetzt haben wir es. Nichts gut mit der Waffe. In diesem Fall. Aber dabei habe ich nichts Besseres. Ja. Schön. Haben wir alles? Haben wir alles. Da ging es wieder runter, also müssen wir da bleiben. Die Blume nehmen wir mit, die Blume. Die hübsche Blume. Der Müllkübel hat es überstanden, gut. Mad Mulligan, Miss Trixie, Sheriff Bruce, One-Eyed Eye und Doc Phosphate machen in Dry Rock Gulch die Runde. Ja, schön. Jetzt sind wir da einmal zum Baumhaus hin und dann haut es jetzt recht hin, oder was? Was so ein Irrgarten eigentlich, ne? Super Sackgasse, bravo. Nochmal Sackgasse. Ja, so hier lang und da lang und hier lang und dann muss es da drüben passen. Gator, Kläuchen, wenn du jetzt da bist, komm nur her. Ja, so viel dazu, jetzt müsste es passen. Ja, und jetzt? Aha, das geht. Ja, da wird der Affe verrückt. Keine Ahnung, wo es da am besten hingeht. Sackgasse, 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 Sackgasse. Nochmal 20 Mal Sackgasse. Ich wollte nur darauf. Wie gemein. Ah, Blumen.
glaube, jetzt geht's darauf. Yay! Und jetzt? Du fahren rauf. Hauptenergie ist abgeschaltet. Geht nicht. Ach, Hupfengatsch. Ja, ja. Warte. Na, hat mich getäuscht. Ich dachte, da wäre was. Ich sehe das Band da. So, jetzt muss ich da wieder rausfinden, ne? Weißt du was? Scheiß der Hund drauf. Ich porte mich da jetzt raus. Ja. Ich würde sagen, Reptilienhaus dort in der Nähe war, glaube ich, noch Feinde in der Nähe sind. Echt? Da muss der echt irgendwo eine Gator-Klaue sein. Du, mir wär's ja echt lieb. Ist nicht so, dass ich da abgeneigt wäre. Wo soll denn hier bitte eine Gator-Klaue sein? Ja, da knurrt er mal schon wer. Da ist noch eine. Okay, die hatten wir schon. Jetzt müsste es nochmal darüber. Ha? Hier und dann sind wir draußen. Wenn Feinde in der Nähe sind, ja wo? Ich muss mal Karte schauen. Ja toll, da oben ist eine, ne? Wie komme ich denn da jetzt bitte hin? Wir möchten unsere Gäste daran erinnern, dass Luca World nicht verantwortlich für Verletzungen ist, die sie sich während der Cola Clowns Comedy Cavalcade zuziehen. Ah. Na schön. Ich denke mal hier lang. Und dann denke ich mal. Aha. Ich glaube, das schaut nicht schlecht aus. Keine Ahnung, wo mein lieber Freund Kumpel Schatzel Gage wieder ist. Dann da? Da drüben? Echt wahr? Da soll das Viech sein? Die Schuhe im Bauernhofstreiche zu ruinieren? Holen Sie sich im Souvenirladen in Dry Rock Gulch ein neues Paar für nur $50. Ah, da bist du. Ja, hallo. Servus. Ich schau. Ah, das hat sich viel gebracht. Super. Super. Na toll. Wohin? Beim Haxen wäre nicht schlecht. Jo. Au. Na toll. Ich triff da echt viel. Okay, das Viech ist nicht blöd. Leider. Macht echt nicht viel Damage. Au. Ja. Das macht jetzt nicht viel Damage. Das dauert jetzt 20 Jahre. Tut mir leid. So, Kopf. Bam. Ja. Ja, bleibt nur schön hängen. Bleibt nur schön hängen. Okay, ihr kriegt schon Schaden. Das geht schon. Ich glaube, da kann ich nochmal. Ja. Der kriegt schon Schaden. Jawohl. Sauber. Haben wir geschafft. Kümmere dich um Sito und seine Familie. Ja, sehr gern. Lass nichts zurück. Nö, würde mir gar nicht einfallen. Habe die Gator-Klaue hier übersehen? Achso, die hat ein Bad genommen. Oh. Ja, das war ihr letztes Bad. Die sauberste Gator-Klaue überhaupt. Ja. Jetzt wird es schon wieder dunkel. Jetzt werden wir noch hier hinfahren, hierher porten, ins Primatenhaus und werden dem guten Sito Bescheid geben, dass er jetzt wieder sicher ist. Vielleicht möchte er ja mit seiner Familie zu uns nach Sanctuary Hills ziehen. Weil wenn die Raider-Banden dann hier sind, ist vielleicht nicht so schön für ihn. Ich meine, könnte ich mir vorstellen. Könntest du mal verraten? Ist ja so, das soll verrotten. Sieh du nie sein hier. Sieh du nicht mögen hier. Aha. Mit dir kann man auch reden. Na schön. Hallo Sito. Was Neuer ist denn los? Keine Monster mehr. Ja, die sind erledigt. Wonach sieht's denn aus? Es gibt immer noch Monster. Deine Familie ist jetzt in Sicherheit. Nur deine Familie. Na, in Sicherheit. Sie werden wohl auch nicht wiederkommen. Deine Familie ist sicher, Sito.
Sito so froh. Wie Sito können danken, neuer Freund? Back mit meinen Freunden teilen Pläne, friss ne Kugel. Bitte was? Safari Adventure verlassen. Ich probiere das mal. Ich habe ein paar Freunde, die sich hier niederlassen werden. Aber wenn du ruhig bleibst, kommen wir schon klar. Okay? Sito dir vertrauen. Sito wollen mehr neue Freunde. Bevor gehen, hier, neuer Freund nehmen. Sito Glitzerdings aufbewahren. Sito geben wollen. Danke, neuer Freund. Sito dich nie vergessen. Hoffentlich tun die Raiderbanden ihm nicht weh. Sitos glänzender Schlägel. Ach du liebe Zeit. Füllt deine Aktionspunkte bei einem kritischen Treffer wieder auf. Aha. Aktueller Modus Stachelrakete Aluminium. 109 Schaden, das machen. Das wäre was für unseren Gage. Ja. Weise eine Bande dem Safari Adventure zu. Genau. Sehr gut. Das heißt, der Park hier, ist sauber. Das bedeutet, wie versprochen, werden wir im nächsten Part uns ein bisschen Sanctuary Hills widmen und dort vielleicht ein paar. Nein, nicht vielleicht, wir werden das machen, ein paar Häuschen wieder auf Vordermann bringen. Ja, ganz genau. Den Schrott, den wir hier gesammelt haben, lagere ich gleich dort ein. Ich werde auch sämtlichen Schrott, den wir in Starlight Drive-In zurückgelassen haben, werde ich auch mit hinüberbringen. Ist ein bisschen Laborerei, aber müsste theoretisch passen, dass wir zumindest ein bisschen was bauen können. Jo. Na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!